Sehr geehrte Frau Schmieder, sehr geehrter Herr Philipp, Herr Bader, Herr Schmidt, sehr geehrte Frau Amanpour, sehr geehrter Herr Botschafter Grinnell, meine Damen und Herren, liebe Fulbright-Community, werte Gäste, das ist ein bewegender Moment und ich möchte Ihnen danken, dass Sie zum Teil eine sehr weite Reise auf sich genommen haben, um mich hier zu ehren und damit ja auch ein Stück weit Deutschland. Sie haben das wunderbar choreografiert. Mit Herrn Pauser ist jemand hier gewesen, der aus meinem Wahlkreis kommt. Greifswald gehört dazu und das sind die wirklich bewegenden Geschichten, die heute möglich sind, wie ein Ort, zugegeben eine ehrwürdige Hansestadt, das weiß die Welt manchmal nicht, aber eben ein Ort in Vorpommern doch inzwischen auch eingemeindet ist in die Welt und dazu auch seinen Beitrag leistet. Dann natürlich die Grüße von René Fleming, deren Musik oder deren Gesang ich so schätze. Wunderbar, auch Sie ein bisschen unter uns zu haben. Und dann Sie, liebe Frau Amanpour, mit der Laudatio. Sonst sieht man sich nur im Fernsehen und meistens aus der Entfernung. Danke, dass Sie heute hier sind und sozusagen meine politische Arbeit eingeordnet haben. Der Fulbright-Preis steht ja exemplarisch dafür, wie wichtig internationale Verständigung ist. Verständigung allein ist natürlich nicht hinreichend, aber, wie man in der Mathematik sagen würde, notwendig für ein friedliches Zusammenleben, im Kleinen genauso wie im Großen. Und William Fulbright hatte als junger Stipendiat und Student in Oxford selbst erlebt, wie über Grenzen und Kontinente hinweg durch Begegnung und Verständigung letztendlich Verständnis und Vertrauen entstehen können. Und mit dieser Erfahrung hat er kurz nach dem Zweiten Weltkrieg ein Programm initiiert, das bis heute zu den erfolgreichsten Austauschprogrammen zählt, die wir kennen. Und ich finde, wir müssen uns immer wieder in diese Zeit hineinversetzen. Es war kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Eigentlich war es eine Zeit, in der wir erwarten konnten, dass Hass, dass missliche Gefühle natürlich Oberhand gewinnen. Und da gab es Menschen, und von denen zehren wir heute noch, die in dieser katastrophalen Situation aus der Perspektive der Deutschen mit Blick auf das, was sie angerichtet hatten, Versöhnung und Verständigung möglich gemacht haben. Verständigung und Verständnis lassen sich durch Staaten und Programme fördern, aber sie lassen sich natürlich auch nicht vorschreiben. Und deshalb braucht es immer Menschen, die sich offen für andere mit ihren Sichtweisen und Erfahrungen zeigen. Es braucht Schüler, Studierende, Professoren, Berufstätige aller Art, die den Mut haben, sich auf Neues einzulassen, Fremdsprachen zu lernen, in anderen Ländern zu leben, zu arbeiten und sich dort etwas aufzubauen. Und was für ein Erfolgserlebnis ist das, wenn das gelingt? Vor allem, wenn aus neuen Bekanntschaften Freundschaften werden. Und wir wissen, dass solche Erfahrungen ein ganzes Leben lang prägen. Und es bleibt Offenheit gegenüber anderen Kulturen, Sympathie für andere Länder, auch ein Gefühl der Dankbarkeit für die Chance der Erweiterung des eigenen Horizonts. Und wenn man einmal irgendwo ist, dann kann man seine Vorurteile halt nicht mehr so pflegen, sondern dann muss man mit der Realität leben und Auge in Auge, sagt sich manches viel schwieriger als aus der Distanz. Das kennen wir alle. Und ich glaube, dass diese Erfahrungen gerade heute und in unserer Zeit wieder auf die Tagesordnung müssen, dass wir darüber reden müssen. Denn wer sich andernorts auf Land und Leute einlässt, wird dort ja auch als Botschafter wahrgenommen, der dem Leben in seiner Heimat wiederum Stimme und Gesicht verleiht. Und umgekehrt, wer wieder nach Hause zurückkehrt, der hat im Gepäck auch einen ganz neu gewonnenen Erfahrungsschatz, den er mit anderen teilen kann. Und das heißt, jeder einzelne gelungene Austausch fördert das Kennen und Verstehen lernen zwischen unseren Ländern. Jeder Kontakt, jede Freundschaft ist wieder ein Band im Netz internationaler Beziehungen. Und Senator Fulbright glaubte fest an eine solche Bürgerdiplomatie. An die Idee, dass nicht nur Politiker und Diplomaten zum Frieden beitragen, sondern alle Bürgerinnen und Bürger. Alle, die grenzüberschreitend freundschaftliche Beziehungen aufbauen und pflegen. Das sagt sich so leicht,
Doch hinter dieser Weltoffenheit steht natürlich eine große kulturelle Leistung. Eine Leistung, die gerade auch Amerikaner und Deutsche immer wieder unter Beweis stellen. So sehen viele US-Bürger in Deutschland eine zweite Heimat. Allein in Berlin leben etwa 20.000 Amerikaner. Und 10.000 Deutsche studieren an amerikanischen Hochschulen und sogar noch mehr junge Amerikaner bei uns, nämlich 12.600. Sie forschen und studieren miteinander und damit beleben und erneuern sie unsere Beziehungen jeden Tag. Und dazu trägt das Fulbright-Programm entscheidend bei. Der Austausch mit Deutschland, das wurde hier schon gesagt, ist besonders intensiv. Über 46.000 Stipendien hat die Fulbright-Kommission an Deutsche und Amerikaner bislang vergeben. Und daran lässt sich ja auch das große Interesse aneinander ablesen. Es kommt eben nicht von ungefähr, dass die Vereinigten Staaten und Deutschland einander in Partnerschaft und Freundschaft verbunden sind und das nunmehr schon seit über 70 Jahren. 1946, nur ein Jahr nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, startete das Fulbright-Programm bereits. Im selben Jahr hielt der damalige Außenminister James Francis Burns in Deutschland eine Rede, die mit den Worten endete, und ich möchte ihn zitieren. 46. Das amerikanische Volk wünscht dem deutschen Volk, die Regierung Deutschlands zurückzugeben. Das amerikanische Volk will dem deutschen Volk helfen, seinen Weg zurückzufinden zu einem ehrenvollen Platz unter den freien und friedliebenden Nationen. Zitat Ende. Es waren Worte, die als Speech of Hope bekannt wurden. Hoffnung auf Zukunft für ein Land, das von einem Krieg zerstört war, den es selbst entfesselt hatte. Hoffnung für ein Land, das staatlich, wirtschaftlich und moralisch am Boden lag. Aber warum aber sollte diesem Land, dem vormaligen Kriegsgegner, der so viel Leid über die Welt gebracht hatte, zu einer besseren Zukunft verholfen werden? Nachvollziehbare Bedenken und Zweifel gab es mehr als genug. Dass die Antwort dennoch positiv ausfiel, war außerordentlichem Mut und politischer Weitsicht zu verdanken. Deutschland sollte sein Schicksal wieder in die eigenen Hände nehmen. Es sollte eine Demokratie aufbauen. Es sollte so zu einem Partner heranwachsen, der Teil einer freiheitlichen und prosperierenden europäischen Realität ist. Und so hat unser Land in besonderer Weise erfahren, wie wichtig Zutrauen und Vertrauen ist. Das ist es, was die Vereinigten Staaten und auch die anderen westlichen Alliierten Deutschland entgegengebracht haben. Und zwar in Wort und Tat. Und das Fulbright-Programm ist Ausdruck dessen, ich erinnere an dieser Stelle etwa auch an den Marshallplan und an die vielen alliierten Soldaten, die im Kalten Krieg in Deutschland stationiert waren. Denken wir an die Luftbrücke, die vor 70 Jahren das abgeriegelte Berlin mit dem Notwendigsten versorgte und die Hoffnung der Stadt auf Freiheit am Leben erhielt. Und vergessen bleibt auch das legendäre Bekenntnis des amerikanischen Präsidenten John F. Kennedy: Ich bin ein Berliner. 2019, am 9. November, jährt sich der Berliner Mauerfall zum 30. Mal. Wir befinden uns hier an einem symbolträchtigen Ort, nämlich ganz in der Nähe des Brandenburger Tors. Dieses jahrzehntelang geschlossene und nun fast 30 Jahre offene Tor ist ein Symbol für die Freiheit dieser Stadt, für die Wiedervereinigung Deutschlands, für die Überwindung der Teilung Europas und dafür, dass dies alles gelingen konnte, weil sich unsere amerikanischen Freunde unermüdlich für ein freies Europa ausgesprochen und dieses Europa stark gemacht haben. Wir Deutschen werden das nicht vergessen. Und erst jüngst, als ich aus traurigem Anlass in Washington war, zu der Beerdigung von George Bush, konnten wir uns noch einmal daran erinnern, dass er es ganz wesentlich unter den westlichen Alliierten war,
der sich für die deutsche Einheit eingesetzt hat, zusammen mit Helmut Kohl und uns Partnership in Leadership offeriert hat damals. All das ist unsere Geschichte, die Teil unserer Gegenwart auch ist. Aber wir sehen natürlich auch, dass bei der jungen Generation die transatlantische Partnerschaft nicht mehr dieselbe Selbstverständlichkeit genießt wie bei der älteren. Wir sehen, dass in der Sicherheitspolitik die Prioritäten gerade aus amerikanischer Sicht und aus gutem Grund sich verändert haben. Der pazifische Raum ist genauso herausfordernd wie der europäische Raum. Nach dem Kalten Krieg und dem Ende des Kalten Krieges haben sich die Relationen verschoben. Und wir sind natürlich, das war übrigens auch früher schon so, nicht immer einer Meinung, was die Abwägung und Abgleichung zwischen nationalen und internationalen Interessen angeht. Ich darf Ihnen aber sagen, dass Deutschland sukzessive, insbesondere seit dem Ende des Kalten Krieges, mehr Verantwortung übernommen hat. Hier wurde gerade von Frau Amanpour daran erinnert, als die ersten deutschen Truppen im Kosovo eintrafen. Wir haben damals hart gekämpft, ich war junges Mitglied in der Bundesregierung, ob wir Schiffe auf die Adria lassen zur Beobachtung dessen, was da auf dem westlichen Balkan passierte. Wir sind heute ganz selbstverständlich mit unseren Verbündeten nicht nur im westlichen Balkan tätig, sondern wir sind in Afghanistan, um dort auch nach Artikel 5 zum ersten Mal die Interessen der Vereinigten Staaten und unsere eigenen mitzuverteidigen. Wir sind in Afrika, in Mali und wir wissen, dass wir noch mehr tun müssen. Wir wollen und wir werden Verantwortung übernehmen. Das zeigt sich sowohl in steigenden Budgets für die Sicherheitsausgaben als auch in steigenden Budgets für die Entwicklungshilfe. Und es ist unsere gemeinsame Sicherheit, die wir verteidigen müssen und wollen, weil wir unsere Werte auch verteidigen wollen. Aber wir müssen auch sehen, dass 80 Jahre nach Beginn des Zweiten Weltkrieges manches, was aus der Geschichte geboren wurde, etwas blasser zu werden scheint, nicht mehr die prägende Kraft hat. Wir haben immer weniger Zeitzeugen der unfassbaren Verbrechen, die Deutsche während des Nationalsozialismus verübt haben. Und es werden immer weniger, die damals am eigenen Leib erfahren mussten, welche ungeheure Lawine der Zerstörung eine menschenverachtende Ideologie auslösen kann. Und deshalb müssen wir, diejenigen, die heute Verantwortung tragen, diese Lehren aus dem, was die Welt mit dem Ersten und Zweiten Weltkrieg erlebt hat, weitertragen. Wir müssen dafür Verantwortung übernehmen, dass es auch weiter friedlich vorangeht. Wir dürfen uns nämlich heute glücklich schätzen, dass wir in unseren Ländern Frieden und Freiheit leben können. Aber das ist eben nicht selbstverständlich, sondern dafür muss immer wieder gearbeitet werden. Wir müssen aufmerksam bleiben, aufmerksam gegenüber gesellschaftlichen Entwicklungen innerhalb und außerhalb unserer Länder. Und wir gewärtigen, das gehört zur Analyse der heutigen Zeit in vielen Ländern, auch bei uns in Deutschland, Populismus und ausgrenzenden Nationalismus. Wir stellen fest, dass das Denken in nationalen Einflusssphären zunimmt und damit auch völkerrechtliche oder menschenrechtliche Grundsätze zur Disposition gestellt werden. Und dem müssen wir uns entschieden entgegenstellen. Wir sollten und müssen uns noch einmal daran erinnern, warum die Vereinten Nationen gegründet wurden, warum die Welthandelsorganisation und andere internationale Institutionen gegründet wurden. Das waren die Lehren aus den Schrecken des Nationalsozialismus, des Zweiten Weltkriegs und des überbordenden Nationalismus. Miteinander handeln, der Multilateralismus, war die Antwort auf die Sichtweise auf die Schrecknisse der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Und das gilt für mich jedenfalls uneingeschränkt bis heute. Wir brauchen internationale Spielregeln, um widerstreitende Interessen friedlich zu lösen. Und daher brauchen wir handlungsfähige internationale Institutionen. Selbstverständlich müssen diese internationalen Institutionen auch in der Lage sein, auf neue Herausforderungen zu reagieren. Sie müssen reformierbar sein, sie müssen sich fortentwickeln. Denn die Herausforderungen, vor denen wir stehen,
ändern sich ja auch in der Zeit. Das sind Herausforderungen, die sich nach meiner festen Überzeugung in nationalen Alleingängen nicht bewältigen lassen. Das sind Herausforderungen, die uns alle in die Pflicht und Verantwortung nehmen. Und wir können, das kann kein Land so tun, als ob uns das nichts angeht. Das sage ich auch ganz bewusst für Deutschland. Oder als wären sie schicksalhaft und man könnte an ihnen nichts ändern. Nein, Globalisierung, Digitalisierung, wirtschaftliche Entwicklung, Klimawandel sind menschengemacht. Kriege und Krisen zum Großteil auch von Kriege und Krisen natürlich auch von Menschen verursacht. Also können und sollten wir auch alles Menschenmögliche unternehmen, um diese und andere gemeinsame Herausforderungen auch wirklich gemeinsam anzugehen. Und deshalb werbe ich dafür, dass in unserer so vielfältig vernetzten Welt es möglich ist, im globalen Gemeinwohl auch nationales Gemeinwohl zu erkennen. Natürlich hat jedes Land seine eigenen politischen Prioritäten, aber globale Notwendigkeiten und nationale Interessen müssen ja keineswegs im Widerspruch zueinander stehen. Im Gegenteil, sich für das globale Gemeinwohl einzusetzen, hat nach meiner festen Überzeugung auch positive Rückwirkungen auf das nationale Gemeinwohl. Patriotismus heißt für mich, die eigenen Interessen immer auch zusammen mit den Interessen anderer denken. Und deshalb werde ich nicht müde werden, auch immer wieder für eine Stärkung der multilateralen, werte- und regelgebundenen Weltordnung zu werben. Meine Damen und Herren, das gilt auch für die Europäische Union. Auch sie ist gegründet worden als Lehre aus den Schrecknissen des 20. Jahrhunderts. Und deshalb ist Europa auch ein sozusagen multilaterales Projekt. Und Deutschland weiß, dass es ihm nur gut geht, unserem Land nur gut geht, wenn es auch Europa gut geht. Und ich bin davon überzeugt, dass die Idee der europäischen Integration die beste Idee ist, die wir je auf unserem Kontinent hatten. Und natürlich müssen wir auf dem Wege zu dieser Weiterentwicklung der Europäischen Union auch Rückschläge verkraften. Für mich gehört die Entscheidung der Bürgerinnen und Bürger Großbritanniens, aus der Europäischen Union auszuscheiden, zu einem solchen Rückschlag, aber es zu respektieren. Und deshalb werden wir auch alle Kraft darauf setzen, auch nach dem Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union, gute, vertrauensvolle Beziehungen zu unserem Nachbarland zu haben. Theresa May sagt nicht ohne Grund, wir bleiben weiter Teil Europas. Und diese Beziehungen sollen im wirtschaftlichen Bereich, im Bereich der Kontakte zwischen unseren Zivilgesellschaften sein, im Sicherheitsbereich, im außenpolitischen Bereich und vielen Bereichen, wo wir unsere Zusammenarbeit sehr eng gestalten können. Und natürlich ist Europa auch oft umständlich. Ich habe genügend Nächte dort verbracht und versucht, Verhandlungsergebnisse zu erzielen. Aber wir haben auch immer wieder bewiesen, dass wir in der Lage sind, Kompromisse zu erzielen. Und so finden wir auch immer wieder gemeinsam tragfähige Antworten auf Fragen, mit denen jedes einzelne Land allein überfordert wäre. Und meine Damen und Herren, wir diskutieren ja im Augenblick gerade wieder scheinbare Selbstverständlichkeiten. Auch die Frage der Werthaltigkeit eines Kompromisses gehört dazu. Wir sollten den Kompromiss hochschätzen, denn er ist sozusagen essentiell für das Zusammenleben der Menschen. Wir können sagen, dass in Europa es uns zu kompliziert und wir machen das in Deutschland, dann wird man feststellen, dass schon Bund und Länder auch Nächte brauchen, um miteinander zu Ergebnissen zu kommen. Und wenn wir dann sagen, wir verhandeln nur noch mit uns als der Bundesregierung, dann stellen wir auch fest, dass wir nächtliche Koalitionsausschüsse brauchen. Und wenn wir jetzt sagen würden, wir wollen den Kompromiss gar nicht und brauchen ihn außerhalb der Politik nicht, dann erinnere ich nur an die Wochenendgestaltung einer durchschnittlichen Familie. Ohne Kompromiss kommt nie ein Gericht auf den Mittagstisch und ohne Kompromiss gibt es keine Gemeinsamkeit. Das heißt, wenn der Mensch zum Schluss ganz alleine sein will, muss er
keinen Kompromiss machen, sofern er nicht schizophren ist. Aber wenn er, sobald er mit jemandem zusammenleben will, muss man Kompromisse machen. Also, meine Damen und Herren, in dieser Welt des Wandels kann nur ein geeintes Europa, ein starkes Europa sein, ein Europa, das sich frei und selbstbestimmt mit seinen Werten behaupten kann. Auch als Partner und Freund der Vereinigten Staaten kann Europa nur so stark sein, wie es einig ist. Die transatlantische Partnerschaft baut auf einem gemeinsamen Wertefundament auf, auf Demokratie, auf Menschen- und Freiheitsrechten. Und weil das so ist, können wir uns, Deutschland, Europa und die Vereinigten Staaten, keine besseren Partner füreinander wünschen. Das sollten wir, trotz aller Differenzen, die es in jeder Partnerschaft gibt, niemals vergessen. Gerade jetzt, da im transatlantischen Verhältnis viel Gesprächsbedarf besteht, brauchen wir Begegnung. Brauchen wir Wege, die zueinander führen. Solche Wege wollen wir unter anderem mit dem Deutschlandjahr bauen, das wir derzeit in den Vereinigten Staaten veranstalten. Unter dem Motto Wunderbar Together möchten wir mit möglichst vielen Amerikanern ins Gespräch kommen. Die mehr als 1000 Veranstaltungen finden nicht nur in den Metropolen statt, sondern verteilt über das ganze Land. Wie Senator Fulbright bin auch ich fest davon überzeugt, dass es die Begegnungen der Bürgerinnen und Bürger sind, die die Staaten der Welt zu einer echten Staatengemeinschaft machen. So erweist sich das Fulbright-Programm nicht nur für Generationen von Stipendiaten, sondern auch für unsere zwischenstaatlichen Beziehungen als ein Segen. Und daher kann ich nur wiederholen, es ist mir eine große Freude und eine große Ehre, mit dem Fulbright Prize for International Understanding ausgezeichnet zu werden. Dass der erste Preisträger Nelson Mandela hieß, macht diese Ehre noch größer. Hinzu kommt, dass diese Preisverleihung hier in Deutschland stattfindet und daher viele von Ihnen einen langen Weg auf sich genommen haben. Ich möchte Ihnen dafür danken, aber ich möchte Ihnen auch sagen, vielleicht war Senator Fulbright nie so modern wie seit langer Zeit schon nicht. Es ist gut, dass wir ihn hatten und dass wir ihm seiner heute gedenken. Herzlichen Dank. Applaus